Herzlich willkommen bei einem neuen Video, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Ich melde mich von der altehrwürdigen Nürburgring-Nordschleife, die schönste Strecke der Welt. Hinter mir ist gerade ein Trackday und ich werde da gleich auch ins Lenkrad greifen, natürlich. Und zwar, ihr habt schon gesehen, mit dem Renault Megane S, ein ausgewiesenes Track-Tool. Die Frage ist natürlich bei so einem Trackday, was mache ich da eigentlich für Luftdruck rein? Es gibt nämlich ein Tool von Michelin, Michelin Track Connect. Das sagt euch ein für alle Mal, welchen Luftdruck ihr an dem Tag auf der Strecke mit der Fahrweise fahren müsst. Das finde ich absolut genial. Die Leute erzählen einem wirklich das eine, der nächste erzählt das andere. Musst du mit dem Luftdruck rauf, musst du mit dem Luftdruck runter. Was auch immer, Michelin Track Connect weiß genau, wie das geht. Also gleich Renault Megane S und Michelin Track Connect. Auf geht's! So, wir sind am Tire Trade Center und da kommt das Baby angerollt. Megane S. Trophy. Das Fahrzeug hat 300 Pferdchen und es hat eine mechanische Sperre an der Vorderachse. So, der Kollege, der mich begleiten wird heute, ist der Christoph. Moin Christoph. Hi. Mahlzeit. Du musst noch einen Sensor einbauen, ne? Genau. Trifft sich gut, denn das wollen wir natürlich auch sehen. Ja. Also, dann fahren wir mal rein. So, Christoph, das hier ist dieser kleine Sensor. Genau. Der sagt mir, was sagt der mir eigentlich alles? Der sagt dir Druck und Temperatur im Reifen. Okay. Und zwar während der Fahrt, bis auf 2 Nachkommastellen dein Druck sogar. Also schon verdammt genau. Und okay, damit kannst du halt immer den Zustand des Reifens überwachen. Das sehr heißt, gut. Der gibt dir immer Feedback, was so passiert, wie heiß ist er, wo ist der Druck, dass du damit auch vernünftig wirtschaften kannst. So, der wird jetzt da eingesetzt, das können nicht wir, das genau kann nur der Reifenhändler. So Christoph, also es wird jetzt gerade eingebaut. Genau. Was sind die Schwierigkeiten dabei? Also, ihr habt gesehen, der Sensor ist quasi direkt auf der Lauffläche drauf und nimmt da die Temperatur von der Lauffläche, also nicht genau vom gesamten Reifen, sondern von der Lauffläche, was ja ganz wichtig ist. Ne? Also jeder kennt das vielleicht bei seinem Auto, dass in den Ventilen sind auch Sensoren verbaut. Mhm. Dieser Sensor zum Beispiel hier, der ist da an der Felge dran. Das heißt, ich messe halt auch viel die Temperatur vom Metall. Die Bremsanlage, alles wird richtig heiß, dadurch heizt sich die Felge auf. Und dementsprechend messen wir hier eigentlich ganz andere Werte. Das heißt, der Sensor ist zwar auch gut, aber es ist halt für unsere Zwecke, für die Rennstrecke nicht so ganz geeignet. So, jetzt ist das Ding da drin. Ganz unten. Da haben wir ihn. Also einbauen, losfahren. Also wir können erstmal 2 Stunden drauf machen, weil wir dann gleich auf die Rennstrecke gehen. Wir fahren den Reifen erstmal richtig schön warm, ja, ungefähr 70 Grad, und dann lassen wir den Druck ab. Und genau 70 dafür, Grad ist der Druck, 70 Grad ist die Temperatur, die wir haben wollen. Genau, das ist so der grüne Bereich vom Reifen, da fühlt er sich richtig wohl, da okay fängt er an richtig schön zu arbeiten. Ja, das heißt, in richtig diesem, schön zu kleben. Genau. Ja. Den Reifen kriegen wir gleich noch drauf, ne? Genau. Die App auf dem Smartphone zeigt dir dann genau an, wie viel du ablassen musst. Und das ist absolut quasi unbestechlich. Also Trackday geht morgens los, ne? Da haben wir irgendwie, keine Ahnung, am Nürburgring 15 Grad. Und dann geht das nachmittags genau hoch bis auf 30. Wie oft muss ich da so gefühlt, was sagst du, ungefähr den Luftdruck checken und vor allen Dingen verändern? Hier sehr kalt morgens, das heißt, du fährst morgens los. Der Druck ist eigentlich viel zu niedrig. Dann würde ich immer empfehlen, du fährst halt los. Es sollte nicht unter 2 bar sein beim Cup 2. Niemals. Warum nicht? Weil der unter 2 bar zu weich wird und zu viel arbeitet. Und dann geht er kaputt. Also nicht so, dass der dann sofort irgendwie dir in Fetzen von der Felge fliegt. Ja, aber wenn du damit fährst dann und auch dann noch den richtig, zum Beispiel jeden Körper mitnimmst, direkt so schön Slalom zum Warmfahren, leidet der Reifen schon sehr stark. Also hast du ja oben die Lauffläche drüber und dann ja hier an Seiten die Flanken. Und wenn er halt zu weich ist, dann arbeitet er halt sehr stark. Ja. Das heißt, kannst du dir vorstellen, wenn das die Flanke ist, knickt er halt einmal so komplett ja ein. Unter 2 bar geht gar nichts, Leute. Macht man einfach nicht mit dem Cup 2. Und wir fahren jetzt los mit 2,5, hast du gesagt? Genau. Und ich muss jetzt unbedingt dringend fahren. So. RS. Genau. Renault Sport. Oder auch das Baguette, wie es so schön genannt wird. Also, das ist die typische Trackday-Konstellation. Du hast dein Fahrzeug gerade abgeholt, du willst auf die Strecke und du weißt nicht so richtig, was mache ich denn jetzt mit meinem Luftdruck eigentlich? Renault Megane S bin ich noch nicht gefahren. Die Trophy-Variante hat 300 Pferdchen. Genau. 400 Newtonmeter Drehmoment. Genau, Stramme 300 Pferdchen aus nur 1,8 Litern, zieht aber echt gut. Alles knattert, alles quietscht, so wie wir das möchten. Sehr gut. Wir haben jetzt Reifendrücke. Siehst du das jetzt schon? Ja, sehe ich tatsächlich schon. Ich fahre jetzt genau mal ganz kurz hier rechts ran. Genau, so. Okay, also das ist die App. So sieht das Ganze aus am Anfang. Dann gehst du einfach hier auf den recht markanten Button und dann sagt er hier schon die Strecken, die über das GPS erkannt werden, also GPS vom Handy, die hier in der Nähe sind. Wir fahren heute die wunderschöne Nordschleife. Ja.
Und jetzt hier oben sieht man schon, Renault Megane RS ist eingestellt, wir fahren auf die Rennstrecke. Also wenn man mehrere Fahrzeuge besitzt, dann kann man das auch bei allen anderen Autos. Abgesehen von den Sensoren, die halt im Reifen drin sind, der Receiver, was mit so das Herzstück ist, kannst du auch eigentlich recht schnell ausziehen und wieder ins andere Fahrzeug rein. Okay. Der braucht nur Saft, der braucht Strom und das war's. Okay. Heute, ja, müssen wir mal gucken, würde ich sagen, feucht gemäßigt. Eifel klassisch. Und das Schöne ist, du siehst halt hier schon mal die Drücke. Das heißt, du kannst dann sagen, grüner Bereich wäre 2,5 bis 2,7 bei dem Fahrzeug. Ja. Das Fahrzeug ist relativ schwer, dementsprechend der hohe Druck. Und das muss auch so. Und du könntest theoretisch jetzt schon mal in dem Bereich den Druck einstellen. Und dann wäre der nächste Schritt, hier auf Warm-up zu gehen. Jetzt verbindet er sich mit dem Receiver. Sobald wir anfangen zu rollen, ab 40 km/h etwa, werden hier in den vier Fenstern dann die Temperaturen auftauchen. Ja. Hier sehen wir es schon, genau, jetzt geht es schon los, da sind wir schon. Also vorne haben wir 28 Grad, hinten 25. Das heißt, wir sind noch 40 Grad entfernt von der Solltemperatur. Genau. Und jetzt mit dem würden wir sozusagen dann hingehen, würden uns hier die Reifen einmal aufheizen. Und die App sagt uns dann, wenn wir die Temperaturen erreicht haben, okay, du kannst rausfahren von der Strecke und kannst jetzt anfangen, den Druck abzulassen. Der hat aber Druck, ne? Also der Motor jetzt erstmal. Der hat schon ordentlich Drehmoment, dadurch, dass wir schöne mechanische Sperre haben vorne. Der zieht sich natürlich in jede Rille rein. Das Geile ist, du kannst ihn halt auf dem Gas richtig lenken. Also Nordschleife, Freunde. Also es ist wirklich, fühlt sich sehr, sehr schön an. Das letzte Auto, was ich gefahren bin, war der Project 8. Bisschen eckig teuer, natürlich auch viel, viel mehr Leistung. Aber genau das, was wir jetzt machen, wollte ich, dass das nächste Auto mal was ist, was man sich auch kaufen kann, was einigermaßen bezahlbar ist mit ab 35.000 Euro sowas und was aber trotzdem Spaß macht und auf der Rennstrecke liefert. Und genau das erwarte ich von dir heute, mein Schätzchen. Du kannst halt mal ein bisschen fordern. Bei einem Project 8, das ist so eher, hat man schon ordentlich Respekt, denke ich mal, vor bei der Leistung. Ja. Viel erlebt hat schon. Gerade Nordschleife ist natürlich immer wenig Auslauf. Mit dem Ding kannst du halt mal ein paar Faxen machen. So, ab auf die Strecke, Leute. Sag mir doch mal, dieses Warmfahren, dieses Slalomfahren, bringt das was oder soll man das eher lassen? Nicht machen, weil es belastet halt die Reifen. Kann man machen, in der Formel 1 ist das angebracht, aber es wird alles heiß. Die Bremse kriegt 300-400 Grad, wird von alleine heiß. Okay. Uiuiuiuiuiuiui. Das ist aber schon ein Rennwagen, ne? Ja. Wir haben auch ein bisschen Bremse nachgeschärft, aber es ist eigentlich so eine Serie. Und halt klassisch beim Frontkratzer alles auf Zug. Lieber mit Köpfchen fahren hier auf der Geraden. Ja, er sitzt auch wieder richtig entspannt in der 12-Uhr-Stellung. So, Ringtaxi lassen wir auch lieber vorbei. Die ersten Ringtaxi-Gäste werden auch schon gequält. Verzweifelter Blick auf den Beifahrersitz. Jetzt geht's hier zur Sache. Auf den Hatzenbach zu. Schneller rechts. Alter, der fliegt aber. Zieht schon gut, ne? Aber der liegt richtig gut. Für Serie 1,8 Liter. Ja, danke. Das ist jetzt aber nicht schlimm fürs Reifen warmfahren, oder? Wir haben ja auch schon eben ein bisschen warm gefahren. Wenn die Drücke passen, ist das in Ordnung. Ja, also wir müssen es jetzt nicht. Alter Schwede, ist das krass, das Auto. Das ist wirklich, du fährst in der Kurve und durch die Sperre, du fährst hier drin, merkst du Untersteuern, dann gehst du ans Gas, dann zieht sich der Wagen wieder weiter rein in die Kurve. Jeder andere Fronttriebler würde weiter rausgehen, der hier geht weiter rein. Das ist das Geile. Wir haben jetzt gerade mal vorne 35 Grad im Reifen. Das heißt, da kommt noch was. Also Reifen ist eigentlich noch nicht mal warm. Warten wir ab, wenn wir gleich angepasst haben. Das Ding zieht sich halt immer schön wieder gerade. Ist das brutal genial. Also so ein sicheres Fahrgefühl und du hast trotzdem dieses lustige... Fünften lassen? 2,50. Halt der fünfte geht bis 2,50, halt einfach drauf. Das sollte reichen. Immer weiter, weiter. So 30, ja. Hört sich fies an, aber und Gas. Immer schön auf Zug halten. Ja. Das. Sehr schön. So macht das doch Spaß. Fühlst du dich einigermaßen wohl, sag mal, bei mir? Ich fühle mich hier mega wohl. Ich sag ja, das ist für mich wie mein Wohnzimmer. Ja gut, aber wir sind noch nie zusammen gefahren, Alter. Ja, ich habe das eben schon auf der Landstraße ganz gut gemerkt und du fährst mit Köpfchen, alles easy. Hier bin ich ja ein bisschen ängstlich, gebe ich ganz offen zu, Fuchsröhre. Genau deswegen ist es auch in Ordnung. Geh den Körper bitte nicht. Ja, lassen wir weg. Perfekt. Wärst du im zweiten Jahr, ne? Nein, das ist der dritter, fünfter. Reicht. Ich habe so für Drehmoment. Wer es jetzt merken? Oh, herrlich! 100, 10, 20, 30, 40, 150, 60, 170 schon. Alter, die Bude geht richtig gut. Wir geben
halt echt gut Gas. Wir haben jetzt vorne mittlerweile 40 Grad gerade mal. Ja. Also der Reifen ist noch total entspannt. Aber der fühlt sich schon sehr, sehr gut an, ehrlich gesagt. Die Drücke gehen jetzt hoch. Die Luft wird natürlich schon gut warm. Das erwärmt sich alles. Wir haben vorne 2,8 Bar. Ja, rundherum 2,8 mittlerweile. Der Reifen wird halt jetzt auch ein bisschen praller, sage ich ja. mal. Aber das wollen wir ja. Wir wollen ja ordentlich Druck drin haben und ordentlich Temperatur, damit wir mal ablassen können. Mal die Klimaanlage hier ein bisschen. Wird hier schon warm oder was? Bei mir ist alles cool. Ich sag ja, ich bin auch total im Entspannungsmodus hier. Spa für Männer. Alles cool. Was gibt es denn auch Schöneres? Die Strecke ist Gott sei Dank noch trocken. Also wir haben guten Grip, jagen hier schön den Porsche über die Strecke. Aber er fährt immer wieder weiter weg. Was ist mit der Bremse, sag mal? Ist das alles normal, dass die so ein bisschen hart wird? Ja, das ist wegen der Bremsflüssigkeit. Bei Bremsflüssigkeit wird das eher härter als weicher. Das heißt, du hast ein schönes Pedalgefühl. Ah, das war wieder so ein Moment. Da denkst du, okay, es kommt untersteuern, willst eigentlich vom Gas gehen. Aber das Auto sagt dir, nein, 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 mach lieber Vollgas. Und dann zieht er sich tatsächlich weiter in die Kurve rein. So ist es gedacht. Das ist schon echt krass, wie weit die Technik da mittlerweile ist. Der Vorgänger war ja schon. Die Bremse ist ja mega. Langsam jetzt auch alles. Also Renault Megane S, erstes Mal mit dieser Sperre auch vor allen Dingen. Und ich muss sagen, das Auto ist mega genial. Also das ist, der liegt, du merkst natürlich, dass es ein Fronttriebler ist, aber du hast eigentlich die Vorteile von einem Fronttriebler, dass du halt sicher unterwegs bist, ne? Und durch die Sperre hast du halt tatsächlich Traktion an der Vorderachse ohne Ende. Wir fahren hier gerade hoch aufs Karussell zu, diese schnelle Rechtskurve im dritten Gang gerade durchgegangen, durchfahren oder oben bleiben? Nein, nein, nein. Natürlich in die Schräglage. Genau. Die auch wieder schön rausfeuern. Auch nicht zu hart und nicht zu weich? Nicht aufgesetzt? Nee, nee, alles gut. Das ist wirklich alles passt hervorragend. Natürlich darf es mal ein bisschen mehr sein, aber so in der Serie ist das alles top. Und auch Thema Hinterachslenkung, du merkst vielleicht ein bisschen, also das Heck kommt auch ein bisschen mit, man lenkt halt schön satt in die Kurve ein. Wie gesagt, das ist nicht dieses so träge. Wie ist das, ab welchen Geschwindigkeiten dreht die sich dann um? Die lenken ja, ich glaube, bis 100 km/h im Rennmodus gehen die Räder quasi gegen die Vorderachse. Genau. Und dann bei höheren Geschwindigkeiten mit, damit du halt ein bisschen das Fahrzeug besser liegt. Genau. Ist, denke ich mal, ähnlich. Porsche hat es ja vorgemacht, aber jetzt haben wir auch schon tatsächlich. Aber wie genial das Auto liegt und wie genial das ist, dass es diese Technik gibt in einem Auto für 35.000 Euro. Das finde ich wirklich ein Hammer. Ja. Das ist echt Zucker auf jeden Fall. Ich glaube, wir können nach der ersten Runde tatsächlich schon mal den Druck anpassen. Mhm. Nur fliegen ist schöner. Ah, ja. Ich glaube, das war nicht geflogen, aber. Ja, jetzt klingelt noch das Telefon. Jetzt ruft deine Freundin an, oder was? Keine Freundin. Aber du bist noch zu haben, also mit anderen Worten. Verheiratet mit der Nordschleife, oder? Ja. Und ins Bellof S. Richtig geil. Von Aufzug. Nürburgring statt Ehering, sag ich nur. Genau. Also, der das Porsche Auto macht richtig Laune. Ja. Wir fahren hinter einem 991 Carrera. Ich glaube, es ist sogar ein 4S. Ja, ist auch ein neuer, also müsste schon so ein Turbo gelötet sein. Und er kommt nicht weg. Also er fährt auch ambitioniert, aber er kommt nicht davon. So, wir gleich auf der Geraden sind, auf der Döttinger Höhe, können wir ein bisschen abkühlen lassen. Oh, das ist alles schon orange. Was rollen, genau, auch die Bremse. Lassen am besten was abkühlen, sonst haben wir gleich eine glühende Bremse auf dem Parkplatz. Ja. Vielleicht müssen wir noch mal auf die Landstraße was abkühlen lassen. Alles gut, können wir gerne machen. Lass mal Druck ab, weil wir wollen ja noch ein bisschen mehr fahren. Ja. Jetzt sieht man hier auch schön 3,23 vorne, also alles im roten Bereich. Wir haben schön 70 Grad vorne. Der eine Sensor ist, glaube ich, ein bisschen hängt gerade noch was hinterher. Das kann dann manchmal sein mit Störfrequenzen oder sonst was, wenn da was in der, im Weg ist. Okay. Aber man sieht das alles rot. Ja. 3,2 Grad, 3,2 Bar, definitiv viel zu viel. Viel zu viel. Es war tatsächlich so, dass das am Ende, also Hälfte ungefähr, hätte ich gesagt, da waren die Reifen dann gut. Und dann nach der Hälfte wurde es dann aber so, dass ich gedacht habe, jetzt fängt er ein bisschen an zu schmieren an der Vorderachse. Jetzt ist irgendwas los. Ja, dann gehst du sicher auf Stopp. Fragte ich, ja, wir wollen die Fahrt beenden. Also, jetzt kommst du in den Bildschirm hier rein.
Und hier zeigt ihr schon die Empfehlung an. Minus 0,75, also für alle vier Ecken, vorn links, vorn rechts und so weiter. Ja. Und dann was richtig Cooles, du kannst dann auch hingehen. Ich gehe jetzt hier runter und zeig dir genau an, kann ich hier umschalten, Druck und Temperatur. Womit wir losgefahren sind, na, am Anfang Start 2,58, maximal waren wir auf 3,25, jetzt im Ziel waren wir auf 3,23. Wir waren sofort im grünen Bereich und sind dann 2 Minuten 36 im grünen Bereich gewesen und dann ist es halt zu heiß geworden. Okay. Jetzt kannst du genau alles anzeigen, kannst die Fahrt beurteilen. Wenn ich jetzt das Display drehe, auch mega geil, was aussieht, habe ich halt hier diesen Schieber unten, kann dann hier lang schieben, kann dann genau sehen, wie über die Zeit, also siehst du dann bei 5 Minuten 37, ist er dann quasi vorne drüber gegangen. Ne? Jetzt hier auf Temperatur gehe, kann ich auch hier schieben und dann siehst du halt da, siehst du halt, wie die Temperatur sich entwickelt. Also siehst, ab wann ist der Reifen zu heiß geworden? Ab wann ist welcher Reifen zu heiß geworden? Genau. Allgemein, Sympathie fürs Material. Jetzt ist er schön heiß, jetzt hat er auch ordentlich. Yes, baby! Ja, bitte gleich mal. Geh mal ruhig in den zweiten Gang. Ja. Wir müssen ja mal hier ein bisschen spielen. Jetzt wird er kräftig und dann wirklich direkt vom Gas gehen stellen. Der ist aber gut. Aber es ist, also es ist laut, es ist da. Aber das ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, okay, jetzt ist mein Nachbar wach geworden. Wenn das gleich, wir können ja gleich mal durch. Also von draußen doch, ja? Von draußen ist es schon, wenn er richtig. So, schöner Parkplatz. Werden wir mal die Drücke einstellen. Perfekt. Also wir sind dann noch in der Ansicht hier. Hier in der App. Und jetzt gehen wir auf meinen Luftdruck anpassen. Zündung bleibt an. Jetzt verbindet er sich und dann siehst du halt schön diese Grafik hier. Ich habe jetzt ja auch nochmal einen Luftdruckprüfer, wo der es mir genau anzeigt. So, wir haben jetzt 3,05 Bar. Ja. Wir wollen dann logischerweise Rechnung bei 2,3 landen. Wir achten aber mal ein bisschen hier drauf. Ich lasse jetzt einfach Luft ab und du wirst hier sehen, mit ein bisschen Verzögerung. Ne? Das heißt, ich kann theoretisch mit dem Ding am Reifen, kann ich hier meinen Luftdruck einstellen. Diese Grafik wandelt sich da. Alter, wie genial ist das denn bitte? Ist schon nicht schlecht, ne? Wenn also eine Sekunde Verzögerung oder so war dabei, aber dann siehst du halt ganz genau, guck mal, jetzt sind wir bei 0,28. Alter, ist das genial. Also, willkommen im 21. Jahrhundert. Genau, und jetzt haben wir genau 2,5 Bar. Der Christoph passt jetzt den Luftdruck an in allen vier Reifen. Vorne links haben wir schon gemacht. Jetzt kommt der Rest, da können wir uns das Baby nochmal angucken. Ganz ehrlich, das Auto hat ultra viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht so mega krass am Limit gewesen, weil ich natürlich die ganze Zeit gelabert habe, auch nachgedacht habe über dieses Reifenthema. Ich sag jetzt mal, das waren 80% ungefähr. Wenn du 80% gehst, ist dieses Auto tatsächlich schon ein richtig schönes Messer. Und das für bezahlbare Kohle. Das finde ich absolut mega. Wenn du dann noch den ordentlichen Reifen drauf hast, den Cup 2 und dann noch Tech Connect, dann ist alles in Dortmund, sag ich mal so. Ne? So, und jetzt wird wieder eingestiegen. Christoph, ja? Bist du soweit? Also das Ziel, was wir jetzt natürlich haben, ist, dass wir den richtigen Reifendruck haben. Der Reifen muss jetzt noch ein bisschen wärmer werden, damit er tatsächlich die 2,5 Bar hat. Also das ist wirklich das Schöne, wenn man einmal da ist, dann ist es halt, wie du auch fragtest, dann Mittagspause, muss man vielleicht nochmal ein bisschen nacharbeiten, aber jetzt haben wir ja auf 70 Grad etwa den eingeschossen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt 70 Grad erreichen, werden wir mit dem Luftdruck auch an der richtigen Stelle rauskommen. Jetzt fängt es gerade an zu regnen, das heißt, jetzt wird es ein bisschen spannender, aber ein bisschen gefährlicher meinst du wohl? Ja. Alles noch in Ordnung. Ja, die Frage ist, wie viel es regnet. Ne? Im Moment, glaube ich, ist es noch trocken, ist nur die Scheibe dreckig. Ja. Also, nass, meine ich. Wir gucken mal, es ist ja auch bekannt, Nordschleife kann es hier mal regnen und unten in der Breitscheid geht die Welt unter. Ja, also die Strecke ist tatsächlich leicht feucht, merkt man. Aber der Reifen fühlt sich direkt viel besser an, ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, ich mache jetzt wirklich einen Tacken langsamer, das Auto rutscht. Genau, also ich merke es auch. Macht das Sport ESP ruhig auch wieder an, weil das brauchen wir nicht, dass wir die Bude heute kaputt machen. Genau, das macht nämlich keinen Spaß. Ja, und ist auch doof, weil wir dann danach nicht mehr fahren können, ne? Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich bin lange hier gefahren. Nordschleife ist vom Grip her, kannst du es absolut nicht vergleichen mit einer normalen öffentlichen Straße. Das merkst du jetzt auch gerade. Ja. Also kannst ruhig eine Schippe rausnehmen. Kann ich nur empfehlen. Wir werden bei weitem nicht so schnell fahren können wie eben. Ja. Und du weißt es halt auch nicht. Das Problem ist, es gibt manchmal, wenn du Pech hast, kommst du halt im Tiefflug über die Kuppe geflogen. Und hinter der Kuppe geht gerade richtig der Regen runter. Genau, da geht richtig die Party dann. Und du fährst halt volles Fund mit richtig Schmackes in diese Wasserwand rein. Also ohne jetzt irgendwie hier Horrorszenarien durchzuspielen. Aber das ist ja gut, ich fahre ja schon langsamer. Ja. Du, mach, also. Also, hier ist wieder trocken, glaube ich. Guck mal. Guck mal, ich glaube, hier ist trocken. Genau, die
berühmten letzten Worte des Beifahrers. Ich glaube, es ist trocken. Ja, hier geradeaus geht ja. Kannst du ruhig durchladen. Wir wollen ja schon mal ein bisschen was erleben hier. Nee, alles cool. Also hier ist wieder trocken. Ja, hier und ist du merkst tatsächlich richtig krass, wie das Ding einfach hält. Ja? Also der... Wirklich, das war in der ersten Runde war es so, dass irgendwann fing das so leicht an der Vorderachse, da war es jetzt noch so wie jetzt. Ja. Da war alles super und denkst du dir, alter Schwede, das Ding kannst du ja reinhämmern in die Kurve, dass alles zu spät ist. Und dann hast du irgendwann gemerkt, so, nee, jetzt kann ich hier nicht mehr reinhämmern, dass alles zu spät ist. Weil irgendwie alles vorne ein bisschen zu heiß wurde, ein bisschen zu viel Luftdruck und dann hat es angefangen zu schmieren. Und jetzt fahren wir hier tatsächlich schon viele, viele Kilometer wieder auf der Nordschleife und es bleibt stabil. Einfach geil, voll, lass es dir auf die Zunge zergehen. Wir reden hier über 0,5 in der Höhe, 0,7 bar. Krass. Ja, also ist gut, 0,7 bar sind viel, aber es ist eine kleine 5 Sekunden Luft ablassen zwischen massives Übersteuern, Untersteuern, alles ja. Und einfach ein richtig schön neutrales Auto. Ne? Also Leute, ganz ehrlich, das kostet nicht nur 30 Sekunden Arbeit ja. Und du hast ein anderes Auto. Ja? Also es ist nur Luft, die wir ablassen. Ja, und ganz ehrlich, ne? Ich meine, warum machen wir das? Warum gehen wir auf den Track? Damit wir Spaß haben. Ja? Und mit einem Reifen, der nur noch schmiert, hast du keinen Spaß mehr. Weil klar kannst du dann irgendwie der Driftweltmeister von Spa-Francorchamps spielen oder sowas. Ja? Aber Spaß macht das alles keinen. Und deswegen ist dieses System einfach obergenial, weil es dir die Arbeit abnimmt, die du eigentlich gar nicht machen kannst. Weil du weißt ja nicht, was wäre denn jetzt besser. Mache ich jetzt lieber 2,4 oder 2,2 oder mache ich 1,6 rein? Das weißt du einfach nicht. Und ich hätte gedacht wirklich, dass man viel weniger Luftdruck fahren muss. Dass man hier 2,5 fahren muss und dann bleibt er bei 2,5. Das ist ja mega genial. Und wie gesagt, wir fahren jetzt schon wieder eine halbe Runde. Temperaturen, Drücke sind immer noch bei unter 2,5 bar. Das heißt, der Reifen ist jetzt noch nicht zu heiß. Es kommt halt auch viel durch die Bremse, wenn die gleich erstmal wieder Temperatur hat. Aber der Reifen kann echt schon viel ab. Ne? Aber all solche Faktoren. Wie du hier rausfeuern kannst, ey. Ja, du kannst den Reifen dann viel mehr fordern. Der Reifen hält länger. Alles cool. Na, also was will man mehr? Na, und ich merke sogar vom Beifahrersitz, das ist halt einfach richtig... Also der Reifen hat halt den Grip, den man sich so wünschen würde. Aber hallo. Rollen lassen. Und Gas. Vollgas. Ja, Tatsache. Tatsache. Es ist... Mega. Es läuft. Ich bin eher... Also nur... Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin eher so, der den noch einen Tacken wegnehmen will und er sagt, nein, Gas. Und es ist tatsächlich so, du gibst mehr Gas und du kriegst mehr Freude. Also ist eigentlich normal, aber in der Kurve normalerweise tatsächlich gefährlich. Aber mit dem Auto hier, mit den Reifen, ist das absolut, da war ein bisschen weit weg vom Körper. War jetzt nicht perfekte Linie. Nein, aber das war nicht perfekt, ich weiß. Alles gut. Muss doch nicht immer perfekt sein. Es kommt hier ein bisschen was runter im schnellen Bereich hier. Das ist halt immer... Ja, ich habe die Warnung verstanden. Jetzt kommt hier wieder ein bisschen was runter. Runter vom Gas. Hier ist noch eine schöne Ölspur gewesen. Außen hat man noch gut gesehen. Da hat wohl einer beim Track Day ein bisschen Öl geleert. Ja. Du musst halt ganz ehrlich, also auch nochmal als kleine Message, wer sich hier nicht auskennt, ich mache das jetzt seit, habe das 5 Jahre Vollzeit gemacht. Wirklich nur Coaching, Beifahrersitz und Leuten das auch näher gebracht. Dem macht es halt Bock. Aber du musst halt wirklich sehr viel Respekt für die Strecke aber haben. Aber hallo. Ja. Also lieber einmal zu viel mit dem Fuß runter. Das kann halt sonst echt einen bösen Sorgen geben. Das Ding ist, wenn du in der Leitplanke stehst, dann denkst du dir nur so, genau. Verdammt nochmal, warum habe ich das gemacht? Du sitzt in deinem Auto und denkst dir, was bin ich für ein Vollidiot? Was bin ich für ein Vollidiot? Du sagst das an diesem Tag noch 500 Mal. Was bin ich für ein Vollidiot? Ja, und das ist wirklich, danke, dass du es nochmal sagst, lieber einfach Gas wegnehmen, weil dann komme ich nochmal wieder, da ist die Nordschleife immer noch da, mein Auto ist heile geblieben. Und ich habe einfach eine langsame Runde gemacht. Und? Oder wen interessiert das? Wen interessiert das? Die schnellen Abschnitte musst du nicht zwingend Vollgas fahren. Ja. Das ist sowieso eigentlich mehr oder weniger geradeaus. Da musst du nicht voll durchhacken. Lieber mit dem Auto wieder nach Hause fahren, als wirklich letzte Runde in der Kurve. Das macht einfach keinen Sinn. Und du brauchst ungelogen locker 5, 6, 7, 800 Runden, um hier wirklich alles zu wissen. Das Ding ist, die Strecke verändert sich ja auch ständig, ne? Den Bedingungen und so, dann gefühlsvoll zu bekommen. Also das sage ich jetzt auch, ich weiß, ich glaube, die erste Runde bin ich gefahren irgendwo vor 15 Jahren. und da sage ich selbst ich noch, ich lerne hier immer wieder dazu, ja. Mit Begeisterung. Es macht einfach mega Bock, ne? Du musst halt nur dem Ganzen ein bisschen Respekt geben. Du kannst halt einfach heutzutage auch Autobahn oder so, du kannst hier hinkommen, holst dir ein Ticket und kannst dir halt richtig die Sauber auslassen.
Und es ist alles auf grün. Das ist das Geniale, Leute. Ich gucke da immer mit so einem halben Auge hin und ich sehe einfach, das ist grün. Und das ist auch das, was diese App, glaube ich, machen soll, dass du in deinem Auto sitzt und du siehst, ohne dahin zu glotzen, es ist alles in Ordnung, Matthias. Du fährst genau richtig, du fährst so wie vorher und der Luftdruck ist richtig eingestellt. Ha? Herr Dacia. Dacia Logan, Kastenwagen. Was war das Schlimmste, was du gefahren bist auf der Nordschleife? Auto? Ich glaube, da ist wirklich die, wir haben es eben schon mal erwähnt, die besagte Runde im Fiat Multipla. Du bist nicht mit einem Fiat Multipla auf der Nordschleife gefahren? Das war damals, ist auch online, das ist ein anderer Kanal, das war damals so ein Gag zwischen Arbeitskollegen. Ja. Hat sich halt original einer Multipla geholt, wir saßen mit 6 Leuten in dem Koffer drin. Volles Fund über die, also irgendwie mit auslaufendem Sprit und voll im Programm. Also ich glaube, wir sind mit dem vollen Tag losgefahren, mit dem halben Tag zurückgekommen. Es war echt jenseits von gut und böse. Nee, war nicht ganz so gut. Der Wagen war, dazu gesagt, war verkehrssicher. Es ist so geil, ne? Ich hack mir hier relativ einen zurecht und du erzählst nebenher Geschichtchen, ey. Das finde ich wirklich aller Ehren wert, ne? Das macht einfach Bock. Ich sag ja, Vertrauen ist da. Das merkt man auch durch die Erfahrung ganz gut. Die App ist grün, du siehst es immer auf einen Blick, alles cool. Ein Auge ist ja immer auf der Straße. Es gibt nichts Geileres. Ich bin schon viel Rennstrecken gefahren, auch in Spa sind wir echt viel von der Es gibt nur die Nordschleife. Nordschleife ist das Mekka. Hier geht echt immer, hier kriegst du wirklich was geboten. Immer freundlich für die Fotografen wegen. Ich sehe das alles gar nicht, ich sehe nur die Strecke. Ins kleine Karussell rein. Ja, heute sind 4 Fotografen unterwegs. Also Freunde, wir haben die Schleife jetzt vollendet. Wir biegen jetzt am Galgenkopf gleich ab auf die Döttinger Höhe. Und das Auto verhält sich wie am ersten Tag, sage ich jetzt mal so. Tatsächlich wie auf den ersten Metern, als wir den Luftdruck noch nicht angepasst hatten. Da klebte der Reifen wirklich mega genial. Und dann hat er so ein bisschen nachgelassen, weil er halt einfach heiß geworden ist und zu hohen Druck hatte. Dann haben wir angepasst und jetzt rutscht gar nichts mehr. Ich bin jetzt wirklich die Runde mehr oder weniger vollgefahren, gab 2-3 Abschnitte, wo wir ein bisschen rausgenommen haben, wegen Regen. Aber wir sind voll gefahren und das Auto hat alles grün. Das ist wirklich absolut genial. Du fährst hier letzte Rille, ja, und du hast aber trotzdem in deinem peripheren Sehfeld, hast du einfach dieses grüne oder rote oder orangene im Blick. Du siehst also, sind meine Reifen in Ordnung, während du fährst, ohne wegzugucken, ohne anzuhalten, ohne irgendwie einen Boxenstopp zu machen, ohne einen Mechaniker dabei zu haben, siehst du, was dein Reifen macht. Also Reifen ist, ich kann es immer nur noch sagen, Reifen ist das Wichtigste überhaupt. Du kannst 120 PS haben, ne? Hier gibt es auch die schönen Swift, der eine oder andere wird es kennen. Ja, ne? Wenn du der Niki zum Beispiel. Genau, wenn du einen vernünftigen Reifen hast, ein gut abgestimmtes Fahrwerk, das ist total in Ordnung, dann lieber erstmal alles das abhaken. Genau. Reifen ist mega, mega wichtig und da hilft halt die App ungemein. So Freunde, Auto ist abgekühlt, Mattes ist abgekühlt, 4 Runden bin ich gefahren. Fazit zum Renault Megane S. Dieses Auto ist tatsächlich ein echtes Track-Tool. Unfassbar mit der Differentialsperre vorne. Das hat so einen Bock gemacht. Dieses Auto kannst du in die Kurven reinzimmern, ja? Und dann kannst du aber auch wieder rauszimmern. Und das ist das eigentlich Geniale daran, dass wenn die Sperre quasi zieht, wenn sie die Sperre vorne zumacht, dann zieht sich das Auto aus der Kurve raus, aber auch noch wieder rein. Also du fährst da immer schön auf Zucht durch die Kurven und das ist absolut genial. Fronttriebler, der da gut. Michelin Track Connect, sehr gut, weil es dir einfach quasi die Arbeit abnimmt, die du ja eigentlich gar nicht selber machen kannst. Weil ich weiß nicht, was da für ein richtiger Druck rein muss in die Reifen. Das Track Connect weiß es aber, absolut genial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hab euch lieb. Tschüss, euer Mattes. Ciao!